Der Champions-League-Auftakt für den FC Schalke steht bevor. Nach 3 Jahren ohne Teilnahme in der Königsklasse trifft es 04 am Dienstag, 18. September auf den FC Porto ab 21 Uhr bei DAZN und im Live-Ticker. Fox gibt euch die wichtigsten Informationen zu der Begegnung sowie der Übertragung im Fernsehen und Internet. Die Bilanz im direkten Vergleich spricht für die Königsblauen. In 4 Duellen gab es ein Remis sowie 3 Schalker Siege, wobei der letzte Erfolg erst im Elfmeterschießen besiegelt wurde. FC Schalke 04, FC Porto, wann und wo findet das Spiel statt? Schalke empfängt die Portugiesen am Dienstag, 18. September um 21 Uhr in der heimischen Veltins Arena. FC Schalke 04, FC Porto live im TV, Livestream, Live-Ticker. Der Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel in Deutschland und Österreich live und exklusiv, ebenso wie ein Großteil der anderen Champions League-Partien. Die Spiele in der Konferenz laufen bei Sky. Wie die genaue Spielaufteilung zwischen den beiden Sendern aussieht, erfahrt ihr hier. DAZN zeigt neben mehr als 100 Partien der Königsklasse alle Partien der Europa League exklusiv sowie zahlreiche Spiele der Premier League, Primera Division und Serie A. Das Angebot kostet 9,99 € im Monat. Ihr könnt DAZN aber zuvor einen Monat lang kostenlos ausprobieren. Zudem bietet Spox für die Partie auch einen Live-Ticker an. FC Schalke, gute Chancen in ausgeglichener Gruppenphase. Der Bundesliga erwischte Schalke einen denkbar ungünstigen Start und verlor gleich die ersten beiden Saisonspiele. In der Königsklasse soll sich das nicht wiederholen, zumal Schalke in einer sehr ausgeglichenen Gruppe gute Chancen auf das Erreichen der K.O.-Runde hat. Das ist eine sehr interessante und ausgeglichene Gruppe ohne klaren Favoriten. Wir freuen uns riesig auf die Spiele. Darauf haben wir richtig Bock, erklärte Trainer Domenico Tedesco. FC Porto, Dauergast in der Champions League. Während die Schalker nach 3 Jahren ohne Champions League-Teilnahme vor dem Comeback stehen, ist der FC Porto erfolgreicher Dauergast in der Königsklasse. Seit 2011 nahm der Verein in der Saison an dem Wettbewerb teil, erreichte 4-mal die K.O.-Runde und qualifizierte sich die anderen 3 Male immerhin als Gruppendritter für die K.O.-Phase der Europa League. Champions League, Gruppe D mit Schalke und Porto-Teams Lokomotive Moskau, Porto, Schalke 04, Galatasaray, Istanbul. Werbung.